So. Noch einer. Ja, noch einer. Das sind, by the way, die nervigsten Viecher, denen man hier in Greenwood begegnet. Mit Abstand die nervigsten. So, da haben wir den Eingang zum Tempel geschaffen. Und ja. Willkommen im Tempel des Feuers. Warum dieser Tempel Tempel des Feuers ist, sollte klar sein. Hier haben wir eine neue Monsterhöhle, die wir aber nicht vernichten können derzeit, weil wir noch kein Metall zerschneiden können. Diese Skorpione. Wir können sie noch nicht vernichten. Heilkräuter. Ach ja, das habe ich vergessen. Wenn wir Heilkräuter haben und wir finden Heilkräuter, dann meine ich, war es so, dass diese Heilkräuter, die wir dann gefunden haben, direkt angewendet wurden. Das heißt, wir geheilt werden. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz so sicher, denn es ist schon sehr lange her, dass ich es durchgespielt habe. Und ja. Ne? Deswegen. Aber Leute, die das Spiel kennen, wissen ja, was ich meine. Und ob das, was ich sage, richtig ist. Also können bestätigen, ob das, was ich sage, richtig ist oder nicht. Und wir befreien dieses Mal einen Hund. Noch einen. Ah ja. Genau. So, weiter geht's. Erste Etage abgeschlossen. Zweite Etage. Leer. Okay. Genau, damit haben wir die vernichtet und befreien einen Hund. Hm? Sehr schön. Das ist der Zwillingsbruder des anderen Hundes, den wir schon befreit haben, den wir vorher befreit haben. So, da unten will ich erstmal nicht weiter, auch weil da der Skorpion ist. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Verzeiht, wenn ich ein bisschen müde bin. Es ist aktuell 5 Uhr in der Früh. Ja. Und wir befreien ein Eichhörnchen. Ah, schön. Schön, schön, schön. So, 3 Monsterhöhlen übrig. Davon können wir eine nicht machen. Sind wir also noch bei 2. So, die eine ist hier drin.
Sehr schön, höherer Level. Perfekt. Ihr seht es ja auch, mit jedem Level, den wir dazu kriegen, kriegen wir auch Gesundheit dazu. Was ziemlich praktisch ist. Zu der Monsterhöhle kommen wir, by the way, noch nicht. Noch nicht. Das ändert sich aber auch sehr bald. So, und ich meine, hier unten ist die letzte. Richtig. Ja, die Viecher sind mies. Denn, im Gegensatz zu den Artgenossen, können die sich teleportieren. Und während sie das tun, sind sie unbesiegbar. So, und wir befreien ein Krokodil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt können wir uns doch deutlich besser fortbewegen. So, du verziehst dich runter, das ist schön. Denn ich möchte jetzt erstmal hier runter. In das zweite Untergeschoss. Und jetzt wird's feurig. Welche meine seht ihr gleich noch? Ein Maulwurf. Yay, noch ein. Sehr schön. Und ja, wir werden auch immer ein kleines bisschen geheilt, wenn wir jemanden befreien. Auch ganz nett gemacht, finde ich. So. Dieser Boden hier tut weh. Aber nur, wenn er glüht. So wie jetzt. Sobald er abkühlt, so wie jetzt, können wir drüber. Dabei sollte man sich aber auch nicht so viel Zeit lassen, denn, ihr seht's, das hält nicht lange vor. Ein Eichhörnchen, supi. Das geht ja hier ziemlich flott mit dem Befreien. Das ist auch gut so. Das ist sehr gut so. So. Gehen wir erstmal hier hoch. Gucken, was wir hier so reißen können. Ah ja, genau. So, hier warten wir. Bis jetzt. Jetzt können wir auch drüber. Und können hier diese Viecher vernichten. Und endlich ist diese Monsterhöhle auch vernichtet. So, hier müssen wir uns jetzt richtig beeilen. Ihr kühlt jetzt ab, das ist schön. Rein. Ja, das hier ist so ein kleiner Unterstellpunkt, sag ich mal. Einfach so eine kleine Sicherheitszone. Wo man hier weiter kann. Und was haben wir hier? 100 Juwelen. Schön. Aber ich glaube, ich will nochmal zurück, denn wir haben ja noch die andere Seite. Und ich meine mich zu ändern, dass es hier weitergeht. Und ja, ouch, da seht ihr, was passiert, wenn man auf diesem Feuerboden steht. Wollte ich eigentlich nicht zeigen, aber gut, ihr habt es gesehen. Man nimmt Schaden.
und zwar nicht zu knapp. Genau, da will ich noch lang. So, und das ist perfekt, denn damit gehen wir noch erstmal wieder zurück. Zurück nach Greenwood. Mhm. Hier, nimm dies. Magie des Lichtfalls. Möchtest du nach Greenwood zurück? Ja, möchte ich. Denn wir können jetzt einiges mehr machen. Und ja, ich's vergesse. Wir haben eine neue Magie bekommen. Kostet 8 Juwelen, schießt aber dafür einen Lichtfall in jede Richtung. Wir sagen Norden, Süden, Westen, Osten. Und ist aktuell in jedem Fall sehr, sehr praktisch. Ich bin Alex, der Boss des Wurzentrios. Unsere Show ist wirklich aufregend. Mhm. Ich freue mich auch schon, die Show zu sehen, wenn alle anderen da sind. Hey, bist du? Versuchst du über mich drüber zu laufen? Ja. Du hast Nerven. Okay, aber tu mir nicht weh. Danke. Ich bewache den Friedhof. Ich höre jemanden schnarchen, kann aber nicht genau die Richtung feststellen. Wir sagen den Bäumen, was in dieser Gegend passiert, und dafür geben sie uns Futter. Ich will seine Art Nutzen dieser Freundschaft nennen. Mhm. Ist auch sehr schön so. So, hier waren wir schon drin, genau. Wir haben die Seele des Lichts bekommen. Hier waren wir auch schon drin. Aber hier hat sich jetzt ein bisschen was getan. Ich höre jemanden schnarchen. Ich weiß nur nicht, woher es kommt. Mhm. Also, das altbekannte Spiel. Markus legt den Traumstab auf den Baumstumpf. So, mit dem Vogel will ich noch nicht reden, denn das hier ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Macht das in jedem Fall zuerst, sonst müsst ihr hier nochmal rein. Auch wenn ich nur ein Baumstumpf bin, so träume ich auch vom richtigen Leben. Ich bin ein Vogel und kann überall hinfliegen, wo ich will. Genau, denn damit ist der Traum auch schon wieder vorbei. Aber wir haben etwas Wichtiges gemacht, etwas sehr Wichtiges. Denn, das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Aber erstmal, habe ich mit dir schon gesprochen? Können wir so im Geruch erkennen. Na gut, lass mich an die Arbeit gehen. Na, dich hatten wir schon. Dies ist ein Restaurant. Möchtest du die Karte sehen? Yep. Wunderbar. Unser Tagesmenü besteht aus... dir. Ich habe nur Spaß gemacht. Sei bitte nicht beleidigt. Dieses Restaurant ist bekannt für sein köstliches Essen und seine Fruchtsäfte. Auch geil gemacht, wie in dem Moment, wo er darauf anspielt, dass Soul oder Soul Blazer, in dem Fall, ja, dass der Spieler eben das Fressen ist. Na, dass er die Musik stoppt, so richtig dramatisch. Ah, herrlich. Buh! Ach komm schon, habe ich dich ein wenig erschreckt? Nö, hast du nicht. Ja, aber hier können wir auch nicht viel machen. Da kommt... das wird langsam alt. So. Ja. Ihr erinnert euch ja dran, was wir im Traum gemacht haben eben. Wir haben einen Weg geöffnet. Im Traum stand hier noch ein Fels. Der ist in Real weg. Und jetzt kriegen wir die... Eisrüstung. Sehr geil.
Eisrüstung, Abwehr 2. Du kannst ohne Gefahr Feuer überqueren. Bingo. Bedeutet, diese Feuerböden machen uns nichts mehr. Null. Das ist richtig gut. So. Jetzt warf ich mich aber zurück. Und speichere bei der Gelegenheit auch. Ich werde das hier, by the way, am Stück aufnehmen. Und das dann am Ende schneiden. Also bitte nicht wundern, sollte keine Verabschiedung bzw. Meldung für einen neuen Part kommen. Wie gesagt, ich werde das hier am Stück aufnehmen. Und dann, ja. Ich denke, ich werde pro Tempel ein Video machen. Jeweils mit der entsprechenden Erkundung von Greenwood dabei. Das muss ich aber, ja, ich muss einfach gucken, wie lang die Videos dann an sich werden. Weil zu kurze Videos will ich ja auch nicht veröffentlichen und zu lange Videos will ich auch nicht veröffentlichen auf der anderen Seite. Das heißt, ich will da versuchen, das gewisse Mittelmaß zu finden. So. Anyway, wir gehen hier weiter. Und können jetzt auch direkt hier weiter. Und... ja, hier unten haben wir ja schon einiges erledigt. Zum Beweis, dass es vorher nichts mehr ausmacht. Wir nehmen keinen Schaden mehr. Geil, ne? Und in jedem Fall eine sehr wichtige Rüstung für Greenwood. Hier, für dieses Gebiet. Damit wir weiterkommen. Denn wir müssen uns nicht mehr unterstellen. Cool, ne? So, hier waren wir schon. Ja, das war jetzt ungünstig. So. Ach ja, so sieht übrigens die neue Magie aus. Ist verdammt stark, wie ich finde. Macht auch verdammt viel Schaden. Und ist die 8 Juwelen, die es kostet, in jedem Fall wert. Und wir befreien einen Vogel. Und ein sehr wichtiges. Was sehr wichtiges. Das ist ein Vogel, der vor Turbos Grabstein schläft. Mhm. Sehr, sehr wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Hier geht's nur zurück. Und wir wollen hier weiter. Und wir befreien jetzt einen Maulwurf. Ah, sehr schön. Gut, da weiß ich ja, wo er ist. Wir müssen hier später noch eine kleine andere Quest machen, die ich persönlich nicht so gut finde. Aber das werdet ihr dann sehen, um was für eine Quest es sich hier handelt. Aber wie gesagt, später dazu mehr. Ein Reh. Sehr schön. Ja, dem wollen wir auch noch helfen. Aber das können wir auch erst später machen. Aktuell noch nicht. So, hier haben wir eine Truhe. 60 Juwelen. Schön. Gehen mir wenigstens die Juwelen nicht aus. So, und hier ist wieder die obligatorische letzte Monsterhöhle für die Skorpione. Und weiter geht's. So, wir sind wieder oben. Schaffen uns hier wieder eine Abkürzung. Und können hier runtergehen und dort diese Monsterhöhle versiegeln. Befreien damit ein Eichhörnchen. Yay! Und haben damit auch hier wieder eine Abkürzung geschaffen. So.
Aktuell kommen wir aber leider nicht viel weiter, denn Markus fing an, eine leise Stimme zu hören. Wir sind Flöße, die aus den Ästen von Bäumen Greenwoods gefertigt sind. Wenn du uns nicht beweisen kannst, dass du aus Greenwood kommst, werden wir dich nicht befördern. Da wir aber weiter müssen, müssen wir erstmal wieder zurück.